als du heute Morgen aufgewacht bist, hättest du nicht gedacht, dass du heute noch eine Folge Du bist schaust, aber es ist so. Hallo und herzlich willkommen zu Du bist an diesem fantastischen Tag, an dem du aufgewacht bist und gedacht hast, heute möchte ich mein Du bist Video schauen. So um 17:30 Uhr abends. Ja, das ist gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Und ich freue mich natürlich auch, dass Anton da ist. Hallo. Dass Fabian da ist. Hallo. Und dass die liebe Sam da ist. Und wir spielen heute Detective Club. Das haben wir schon mal gespielt. Nice. Das ist noch sehr, sehr lange her. Da war noch Marco Giesel Teil dieser Firma. Wow. Der Jackenmann. Und es hieß nicht mal Du bist das Format, ne? Und es hieß noch nicht mal Du bist dieses Format. Genau. Wir starten einmal rough rein in die Regeln. Es ist auch super einfach. Es ist ein Social Deduction Game, wie wir Boardgamer so gern sagen, kombiniert mit einem, ja, es ist die Fachsprache. Ich meine, im Gaming im normalen Gaming gibt's auch Aufbau, Strategiespiel, sowas gibt's auch bei uns Brettspielern. Und es ist ich lerne viel dazu. Ja. Morgen ist es doch auch Social Deduction. Das stimmt, ja. Mhm. Detective Club ist ein Social Deduction Game gepaart mit einem Assoziationsspiel. Das heißt also, wir müssen Dinge assoziieren. Es geht ganz einfach. Es gibt einen aktiven Spieler oder eine aktive Spielerin, einen Verschwörer oder Verschwörerin und zwei Detektive. Und also es gibt drei Rollen für vier Menschen am Tisch. Alle haben zum Start sechs Karten auf der Hand. Der aktive Spieler überlegt sich einen Begriff, der zu diesen Karten, die er auf der Hand hat, passt. Also zum Beispiel zu so einer Karte, da sind so schöne Illustrationen drauf. Und er überlegt sich, der aktive Spieler, einen Begriff, der zu zwei Karten auf seiner Hand passt. Dann schreibt er auf zwei von drei Blöcken den Begriff, den er sich ausgedacht hat, und mischt sie und teilt sie aus. Das heißt, anschließend wissen drei von vier Leute am Tisch den Begriff. Mhm. Der aktive Spieler legt dann eine Karte aus und alle anderen müssen ebenfalls eine Karte auslegen, bis am Ende dann hier acht Karten liegen. Und der Verschwörer muss natürlich so ein bisschen blind mit ausspielen. Und am Ende wird dann quasi geguckt, wird dann diskutiert, ja, wer hatte keine Ahnung, wer hat einfach nur eine Karte ausgelegt und wer war eigentlich, wer war richtig und wusste den Begriff. Und dann wird Punkte verteilt. Grundsätzlich ist es so, der aktive Spieler spielt mit dem Verschwörer. Und falls ihr das alles nicht verstanden habt, werdet ihr das jetzt lernen, weil wir starten einfach rein. Let's go. Ja? Wunderbar. Okay. Ich denke mir einen Begriff. Nicht in die Karten gucken. Dann musst du dir nicht in die Karten gucken lassen. Ja, das ist so eine Umkehr immer. Ja, diese Schuldumkehr. Ich mach ja gar nicht. Ich bin ein fairer Spieler. Nein. Wo soll ich anderes hingucken? Naja. Naja, aber wenn da gerade jemand irgendwie so, man doch direkt versucht. Ich bin auch so ein Mensch, wenn irgendwo ein Fernseher oder so läuft, ich muss immer hingucken. Also ich kann es schon ein Stück weit verstehen. Wenn irgendwo sich was bewegt, vor allen Dingen, da reagiert ich total drauf. Genau, ja. Außer wenn wirklich jemand was von mir will und 20 Minuten winkt, dann merke ich es nicht. Ja, gut, klar. Es gibt solche und solche Situationen. Mhm. Hallo, kannst du das für mich übernehmen? Habe ich leider nicht gesehen, konnte ich nicht machen, keine Ahnung. Ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist schwierig, aber nicht unmöglich, weil die Aufgabe ist es ja, man darf nicht zu kompliziert denken, weil dann kommt der, man spielt ja mit dem Verschwörer zusammen, dann versteht er natürlich auch nichts. Und wenn man zu einfach spielt, ist natürlich auch blöd. Aber einfach geht ja fast gar nicht. Du musst ja erst so einen Begriff finden, der zu zwei Karten von dir passt. Das stimmt. Müssen das eigentlich immer inhaltsbezogene Sachen sein? Oder kann ich da auch, keine Ahnung, ich habe zwei blaue Karten und dann schreibe ich da blau drauf, ist ganz egal, ne? Ja. Ich habe was? Ein Hauptproblem dieser Folge wird wahrscheinlich auch sein, die Schriftarten der einzelnen. Das kann ich schon mal bestätigen. Okay, Schrift. Okay. Man schreibt so selten mit der Hand heutzutage. Mhm. Ich mal irgendwie was länger als eine Seite oder so schreiben. Ich weiß auch nicht, wann das letzte Mal gekommen ist. Ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Ja. Aber dann habe ich direkt Schmerzen in der Hand, wirklich. Okay. Dürfen wir reingucken? Ja, ihr dürft reingucken. Ich lege folgende Karte hin. Und ihr könnt euch schon mal überlegen,
welche Karte ihr dazu auch ablegen wollt. Mhm. Ich würde sagen, wenn ihr alle eine Karte habt, legen wir los. Habt ihr alle was dazu? Mhm. Ja, dann let's go. Ach so, alle gleichzeitig? Ja, oder machen wir mal Reihe um. Ach so. Zack, jetzt Sam. Okay. Naja, aber macht sich schon Sinn, dass man noch ein bisschen glotzen kann, was die anderen legen. Ja. Grundsätzlich. Würdest du es dann nochmal anpassen, gegebenenfalls? Naja, kann ja sein. Ich weiß nicht, ob das Spiel so soll. Nein, wir können, also es ist einfach nur das zügig. Machst mir echt Angst. Das zügig, was ich sag doch nur. Ist. Ich will das Spiel nur richtig spielen. Ja, ist richtig. Achso. Zweite Karte von mir. Oh, die sind süß. Süß, ne? Ja. Kleine ja, Müllgeister. Dann mach ich. Mach mal. Mhm. Okay. Interessant, ja. Also, mein Begriff war tierisch. Und ja, was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Also, ich finde, meins passt perfekt. Aber ich muss leider zugeben, dass die anderen auch relativ gut passen. Mhm. Und deiner passt eigentlich am wenigsten. Das ist eine schwierige Runde, weil ich finde, auf deiner ersten Karte, wenn man nicht auf Banane geht, ist natürlich dieser Affe hier wahnsinnig präsent. Und dann hat jeder eine Karte gelegt, die auch ein Tier in irgendeiner Form enthält. Und so hat sich automatisch auch die zweite Runde daraus ergeben. Naja, man könnte am ehesten, das ist halt kein richtiges Tier und das auch nicht, aber es kann natürlich auch dran liegen, dass. Ach, aber das schon, oder was? Das ist ein. Hallo, ist hart am Arbeiten, das Tier. Das hier, Arbeitstier. Hä, was? Was? Was soll das denn sein? Hä, ein fucking Eichhörnchen. Ja, come on. Ja, das andere ist, kann ich gar nicht. Das ist ein Hase. Immer nachziehen, übrigens. Oh ja, nachziehen. Hey, sorry. Alles gut. Tja. Tja, also ich kann nur sagen, meins sind halt beides wirklich authentische Tiere. Da könnte man noch sagen, das hätte ein bisschen Mitläufergeschichte sein können, klar. Aber ich finde es gerade auch sehr schwer. Also, also dafür, dass dein Begriff tierisch war, ist das schon erstaunlich schlecht. Ja, Welches? Was ist das hier? Was sind? Naja, ich wollte es halt nicht so offensichtlich machen und habe halt, hier sind halt zwei Fische. Aber guck mal. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, was könnte das denn noch sein? So, vielleicht könnte man noch irgendwie Licht, Schatten, Licht, Dunkel. Da finde ich dann das am ehesten, also hier hat man ja irgendwie Sonnenaufgangsspiel, hier ist auch ein bisschen Licht, dann wärst du leider der Cheater. Die Liane und dieses Ding hier. Also finde ich, dass das nochmal weniger passt. Und ja, Essen hat halt Anton auch hier wieder. Ich hab natürlich auf dem Lagerfeuer kann ich natürlich auch Essen machen, klar. Kann nur die Tiere hinlegen, die ich auch auf der Hand habe, ne? Ja, das stimmt. Ja, aber eben. Trotzdem also, finde ich, dass da die besser passen. Also wenn man jetzt noch mal weiterdenkt, was der Cheater quasi nicht. Ja, nee, das macht auch keinen Sinn. Welches andere Motiv er aufgreifen könnte, meinst du? Ja, genau das denke ich. Wobei, dann macht es ja eigentlich eher Sinn, dass du es bist. Sorry, ich bin komplett verwirrt. Ja, weil ich habe ein Tier, zwei Tier. Also ich Aber vielleicht hast du gedacht, ein Licht, zwei Licht. Ich habe komischerweise auch von Anfang an gedacht, dass du es bist. Ich weiß aber nicht genau, warum. Aber die Karte können wir völlig außen vor lassen, weil nach der ersten Runde war ja ganz klar, was das Thema ist. War das deine erste Karte? Das ist meine erste Karte. Ich habe das ganz römisch korrekt hier hingelegt. Okay. Also, nein. Das Tier ist das vorherrschende Motiv auf beiden meinen Karten. Ach scheiße, da ist ja sogar noch eine Katze. Ja, da ist alles am Start. Ich bin, also, ja, die erste Runde war wirklich gut, muss ich zugeben. Ja, ich hatte halt kein anderes Tier mehr. Ich bin bei dem, der zwei da. Ich habe einfach das Gefühl, du hast meine Zylinder hier imitiert auf beiden Karten nochmal. Die habe ich noch nicht mal gesehen. Ja, ja. Okay, lass uns mal zum Abschluss kommen. Jetzt hat jeder quasi reihum seine Lupe legen, außer der aktive Spieler. Der darf nicht mitmachen. Schwierig. Ja, das ist wirklich tricky. Ja, sollen wir jetzt legen? Müssen wir auf drei oder wie läuft das? Nee, reihum. Anton fängt an.
Sam. Nein, Anton. Lupe, das will ich sehen. Ja gut, Anton ist ja der Verschwörer, dann wäre es ja richtig, dass er auf einen Detektiv setzt, ne? Nee. Wenn er der Verschwörer wäre, dann wäre es natürlich dann schlau. Kann ich ja nur auf Detektive setzen. Jemand anders zu setzen, ja, genau. Auf mich kann er ja nicht setzen. Ich setze auf Anton. Beide setzen auf Anton. Und was ist das Ergebnis? Anton hatte tierisch in seinem Block stehen. Oh. Dann hat Sam das nicht. Erwischt, aber leider alleine. Das bedeutet nämlich, dass wir beide gewonnen haben. Das tut mir leid, Anton. Das heißt, alles gut, du kriegst 5 Punkte und ich kriege 4 Punkte. Das ist natürlich auch Glück, wenn der Verschwörer an der letzten Stelle sitzt. Vor dem aktiven Spiel, ja, du hast schon sehr viel Inspiration gehabt. Naja, aber deswegen ist ja dieses, ich habe mich fast ein bisschen verplappert, als ich meinte, ja, nacheinander hinlegen, aber habt ihr nicht gecheckt. Nicht gerafft. Ich habe das mit dem Lichtmotiv gedacht, wegen deines Lagerfeuers. Also warum bei mir war es tatsächlich auch Zufall, dass ich die genommen habe. Aber ja, ich dachte, vielleicht kann ich da noch auf dich schuldigen, statt auf mich. Gut aufgespielt. Ja. Und wie viele Punkte hätten die Detektive bekommen? 3. 3. Wenn was passiert wäre? Wenn mindestens 2 Lupen bei dem wirklichen Verschwörer auch gelegen hätten. Ah ja. Da hätte auch deine mit reingezählt, obwohl ihr zusammen spielt. Nee, ich darf keine Lupe legen. Ach so, okay. Ja. Hm. Ja. Genau, vielleicht nur mal als Hinweis eben, das haben wir gerade nicht so gemacht, aber man darf sich dann so instant, nachdem man eine Karte abgelegt hat, neue ziehen, dass du quasi immer wieder neues Deck oder dass sich dein Deck auch mal wieder neuert. Genau, auch zwischen den Runden. Ja, auch zwischen den Runden. Mhm. Ach so, auch nach der ersten Karte schon. Ja. Ich taste mich mal rein hier, ne? Taste dich mal rein. Das heißt, auch der aktive Spieler könnte sich dann noch eine Karte ziehen und hätte unter Umständen noch eine zweite bessere als die, die er eigentlich im Blick hatte. Vielleicht schon, ja. I see. Man muss nur dran denken. So wie es von uns keiner gemacht hat. Nee. Du schaffst das. Ich habe was aufgeschrieben auf jeden Fall. Mal gucken, was ihr daraus machen werdet. In mehrfacher Hinsicht ist das jetzt spannend. Zack und zack. Viel Spaß. Hm? Gut, ich gebe euch noch einen Moment. Hm? Hm. Ich würde meine erste Karte legen. Ja. Ich bin ready. Gut, dann jetzt alle schnell nacheinander, würde ich sagen. Ja, wir können auch mal alles unter die Lupe nehmen. Interessant. Wir ziehen eine Karte nach. Oh ja. Ah. Da schließe ich mich doch an. Okay. Was haben wir da jetzt? Okay, was haben wir da jetzt? Anton, du bist nächste Karte. Ja. Seid ihr bereit? So. Ja. Ja. Gut. Dann kommt hier meine zweite Karte. Was ist das in der Hand? Das ist eine Pistole aus Rauch. Mhm. Ungewöhnliche Wahl für den Begriff, aber... Ja. Ja. Es ist natürlich auch immer ein bisschen Pech, ne? Also wenn man dann nicht auch genau die Karten halt hat. Hm. Ja. Deswegen war ich so froh, der Tod an sich jetzt zu sein. Ach ja, ich auch. Dann hatte ich passende Karten. Ich muss auch noch eine legen, wartet. Ich ziehe auch schon mal eine, ja? Mhm. Und ich lege diese Karte. So. Mhm. So, okay. Jetzt reveal einmal den Begriff und wir können ein bisschen diskutieren. Der Begriff ist Handwerk. Das ist Fabian. Nein, also ich kann ja natürlich, also es ist natürlich erstmal sehr verdächtig, was du mich gleich sofort. Du hast nicht darauf reagiert, was dieser Fabian gesagt hat, das fand ich. Okay, lass mich erstmal ausreden, ja? Was worauf? Also, auf dieses unübliche Wahl für den Begriff. Ich habe es nämlich auch erst nicht gerafft. Also, Handwerk ist ja wohl ganz klar. Ich habe hier zum einen, das war natürlich meine zweite Karte, also 2 Hände, die etwas tun, Handwerk. Mhm. Und als ersten Begriff habe ich halt, weil ich nichts anderes hatte, ich habe diese Karte erst im zweiten Schritt gezogen, Boote, weil der Bootsbauer, das ist ein Handwerk, Bootsbau. So, ne? Jetzt ihr.
Ich habe tatsächlich auch. Du hast gar nichts. Also, du hast gar nichts. Super beschissene Karten dafür gehabt, dass ich jetzt mein Maul direkt so aufreiße. Aber das ist dein Handwerk hier. Ja. Von ich hatte wirklich nur Bullshit. Ich dachte, hier so ein Eimer, das ist natürlich zusammen MacGyvert. Und hier. Also hier würde ich auch sagen, es ist nicht schlecht. Hier würde ich sagen, hast du das ganz gut gerettet. Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht über die Strickenkarte hier sprechen. Das war ja, gutes das Handwerk. Ist ein Handwerk, ja. Ja. Aber was hast du dir dabei gedacht? Naja, ich wollte halt zumindest irgendeine Kreatur noch nehmen, die Hände hat. Was? Okay, Fabian. Was? Eine Kreatur, kein... Naja, das ist offensichtlich ein Mensch mit Flügeln. Ich habe aber halt nichts anderes, was dazu gepasst hätte, wenn ihr meine anderen Karten jetzt sehen würdet. Hä, war deins mit dem unüblichen Begriff gerade schon Powerplay? Jetzt bin ich komplett raus. Also könnte naja, findest du, dass das Handwerk ist, wenn jemand irgendwie eine Pistole abfeuert? Nee, aber es geht halt natürlich um die Hand. Wahrscheinlich, weil Anton auch das irgendwie zusammensetzen musste. Mhm. Aber genau, deswegen dachte ich halt sofort, ah ja, du bist safe. Aber jetzt, also ich glaube, die Karte noch mal sehe, denke ich so. Ich glaube, Fabian ist safe. Bei dir, Sam, es tut mir leid, aber ich sehe da halt gar keinen Handbezug. Ja, weil ich beschissene Karten hatte. Aber was könnte denn ihr Gedankengang gewesen sein? Ich dachte, das sieht alles zusammengewerkelt aus. Deswegen bin ich auch bei beiden beim gleichen Vibe geblieben. Ich habe da schon überlegt, während wir die zweiten Karten gelegt haben, was ich Sam wohl hier überhaupt gedacht hatte. Darf ich euch gleich meine anderen Karten zeigen? Nein. Ja, das ist ja auch, dann kann ich auch herleiten, warum ich den hier genommen habe, weil ich dachte, okay, der könnte Hände haben. Ich kann mir das gar nicht erklären, wie du, also was, woraus du dir das irgendwie abgeleitet hast. Naja, also das ist ja auch, was ist da, wo ist da Hand? Ach so, ja, die Hand und der Faden. Da sind zwei Hände im Bild. Ach ja, auch. Ja, lol. Also ich muss sagen, guck mal, also ne, Fabian kann, also auch ein bisschen verdächtig hast du dich mit der zweiten Karte gemacht, aber dass du nach... Ich mach mich mit der Karte verdächtig, aber sie hier mit ihr... Ja, ja, ich wollte nur, ich will ihr jetzt gleich was Positives zu dir sagen. aber dass du quasi als erste Karte, das war ja deine erste Karte, dass du das gelegt hast nach dem, wo eigentlich auch noch keine Hand da war. Also du, ja, aber Moment, das ist doch sogar ein Handwerk. Genau, ja, ja, ich will das für dich nehmen, ja, Fabian. Okay. Dass du es nicht bist. Die zweite Karte ist Bullshit, aber die erste Karte zeigt, und dass du sie so früh gelegt hast, dass du es nicht bist. Und ich bin auch bei Sam. Ey, ihr kennt mich doch, ich würde niemals lügen. Perfekt! Auch gelacht. Das nenne ich Powerplay. Nein. Okay. Oh Mann, Leute, wirklich. Es war mega dumm, dass ich so vorlaut auf dich gegangen bin, aber ich bin's nicht. Ich bin's wirklich nicht, sonst würde ich doch anders spielen. Ja, Gott, das sind immer gute Argumente. Dann lass uns mal legen, oder? Ja. Ich weiß es noch nicht. Aber ist egal, wen ich nehme, oder? Ja. Ich glaube, die Lupen sind gefallen. Und warst du's? Nein! Ja, ich war's schon. Oh, so ein Ich habe die perfekte Handwerkkarte gehabt, obwohl ich den Begriff nicht kannte. Oh mein Gott. Und ich hab's noch gecallt. Und ich hab's noch geahnt. Ich wusste in der zweiten Runde gar nicht, was in welche Richtung das jetzt irgendwie geht. Ja. Überragend. Aber, wisst ihr, was meine Ursprungsintention war? Das waren nur diese zwei Nadeln, die hier so hochgehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich imitiere das einfach irgendwie in dieser Karte. Es hatte für mich nichts mit Händen zu tun, sondern einfach nur diese Darstellung dieser V-förmigen Dinge. Ich hatte literally nur Scheiße. Ja, die hast du aber auch souverän ausgespielt, auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ganz schweres Los. Bei Handwerk, das war schon auch ein großer Stretch hier mit der Karte. Naja, Witz hat angezimmert. Aber ich dachte halt auch, Handwerk, ja, das ist doch was, Handwerk ist, was man so zusammenbastelt. Und das ist beides sehr zusammengepasst. Schön. Aber ja, ich habe mich verdächtig gemacht, obwohl ich es nicht war. 5 Punkte für Fabian, 4 Punkte für Anton. Sehr gut gespielt. Aber das war übrigens das Handwerk des Mordens. Habt ihr das noch nie gehört, so diese Begrifflichkeit? Nein. Wenn jemand ein Assassin-Dasein, das Handwerk des Mordens? Das erzählen die bei der Ringe da, bei dir erzählen die das immer. Fabian, gibst du mir mal Block und Stift? Bitte. Dafür darfst du nicht mehr nach Rohan einreisen. Ja, ja. Nach wo? Dankeschön. Rohan-Verbot. Rohan-Verbot. Ist schlimmer als NRW-Verbot. Oh mein Gott, okay. Man kann auch echt so einen Lucky Punch haben. Ja, wie gesagt, mich hat er mit diesem Powerplay halt komplett abgeholt. Ich dachte so, das würde er ja nicht sagen, wenn er nicht wüsste, dass das gerade gar nicht zusammenpasst. Aber Sam, deine Verteidigung, ich bin's nicht! Ist auch so, okay, ja. Naja, aber ich hatte das halt sagen Leute, die literally vor der Wand stehen. Ich war's nicht! Aber da merkt ihr jetzt für die zukünftigen Dinger, ich kann nicht lügen. Also bitte glaubt mir einfach. Okay. Vielleicht die Person, die Runde 1 gewonnen hat. Mit 5 Punkten. Aber ey. Nee, ich kann's nicht. Ja, das ist gemischt. Ja, ich darf ja selber auch nicht mehr wissen, was wo ist. Ja. Jetzt kommt
Der Moment der Detektive. So, und jetzt lege ich meine erste Karte, richtig? Richtig. Mhm. Och. Wir können einmal kurz zusammen überlegen. Ja. Okay. Sind alle ready? Ja. Mhm. Okay, Sam fängt an. Weiter. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Mhm. Darf ich da mal kurz reinglotzen? Ja, natürlich. Aber darf ich sich auch nehmen? Oh. Ich würde es. Ich kann eure beiden da hinten, das ist für mich das auch. Ich finde auch, das ist irgendwie eine andere Postleitzahl, die ihr da drüben habt. Zweite Karte aufdecken? Das ist ein richtiger Boomer-Gang, ey. Ey, sorry. Das ist eine andere Postleitzahl. Ach, ich darf nur eine Karte nehmen, ne? Ja. Oh ja. Ich deck auf, ja? Hm? Das nächste Mal nehme ich ein Fernglas mit. Hast du noch einen Boomer-Gang? Mhm. So. Ah ja. Ja. okay, ja, let's go. Dann, was sag mal, was dein Begriff ist. Der Begriff ist Umhang. Ja. Also super offensichtlich auch. Ja. Ja. Mhm. Ich finde es in euren Karten aber nicht so offensichtlich, das jetzt nachzuvollziehen. Mhm. Hier sind zwei Menschen mit Umhängen. Hier ist ein Umhang, ja, hier ist ein Umhang, hier ist gar nichts, sorry. Ja. Also ja. Das ist ein Umhang? Naja, der hat da unten flattert noch was. Der hat ein, ja, das ist kein, ja, ich, ehrlich gesagt dachte ich, dass das eine Interpretation ist, weil das aussieht wie ein Umhang. Achso, nee, der unten. Und ich dachte auch, bevor ich den gesehen habe, dachte ich, Schnee, kalt. Man braucht einen Umhang. Weil ich dachte erst wieder, ich habe gar nichts Passendes. Aber hier ist, und ja, hier auch ist ein, kein Umhang, sondern ein Raumanzug. Was ist bei dir, Fabian? So, erklär mal deine Karte. Also hier, der hat einen Umhang. Sieht man vielleicht nicht so gut, aber der hat einen Umhang. Und hier, der Gandalf hat auch einen Umhang. Der Gandalf. Aber den sieht man ja gar nicht. Ja, doch. Also, guck doch hin. Also, ich soll mir daraus jetzt Gandalf ableiten? Das finde ich alles ziemlich semi. Ja, natürlich. Also, naja, dann kommst du jetzt, ja, mal, also, bitte. Wenn ich muss mich auf dich aus der Runde davor berufen mit dem Kartenunglück. Deswegen habe ich mich für den Umhang der Nacht entschieden, diese Ummantlung der Nacht, das ist ja auch ein recht beliebtes metaphorisches Motiv. Come on. Und dann habe ich halt gedacht, naja, was ist nah dran an Umhang? Der Umgang. Und dann musst du halt die Steine drehen. Umgang? Das ist der Umgang. Versteht ihr? Also der Umgang mit den Steinen. Wer sagt's ihm? Ja, komm, wenn du keine anderen Karten hast, was willst du denn machen? Ja. Ja, ich habe ein bisschen Mitleid mit dir, weil ich war ja gerade auch in der Position. Ja. Aber das ist schon wirklich Bullshit einfach. Ich werde jetzt nicht sagen, ich bin's nicht. Das wurde ja schon einmal abgeschmettert als Argumentationsgrundlage. Aber was willst du tun, wenn du nicht die richtigen Karten dafür hast? Und ich weiß nicht. Ja. Das mit dem Gandalf macht mich wütend. Wenn es das Merlin, würde ich übrigens sagen. Oh ja. Woran machst du das jetzt fest? Das an sieht der aus Farbe? Wie das ist von The Witcher. Wirklich genau die Szene aus dem Disney-Film. Bis auf die Teekanne vielleicht. Das ist exakt das auch. Also, du lenkst ab. Du bist schon am stärksten auf jeden Fall. Ja, komm, attackier mich doch nochmal unsinnig. Ich attackier dich nicht. Ich hinterfrage einfach nur logisch, was du hier hingelegt hast. Und kalt, Umhang, da hat sogar einer einen Umhang an. Hier hatte ich nichts Besseres, aber da oben ist es auch kalt, Umhang. Ja. Mhm. Weil sonst wäre ja meine Assoziation Schnee und hier war, ja okay, das. Wer hat da zuerst? Hier ist kein Schnee. So. Bin ich jetzt derjenige, der die Runde beendet? Nein, aber ich würde. Ihr beide votet jetzt. Wir voten jetzt einfach mal. Ja. Ich vote nicht, ne? Nein. Du votest nicht. 3, 2, 1. Ja, Fabian, ich hätte dich gern geweckt, aber. Ja, es tut mir leid. Ich wusste auch nicht, was ich sagen soll. Das war offensichtlich, dass du es einfach. Also, aber hier war es halt echt nicht. Aber in der Tat, da wirklich noch, hätte ich den Begriff gewusst, ich hätte genau diese Karten gelegt. Also, ich sag's ehrlich. Ich hätte aber, also ich hätte gedacht, dass du hier noch auf dieses Stück Stoff hier wenigstens gehst, was hier auf dem Ding liegt, ja, und nicht auf dem Umhang, ja, der Nacht. Das, ach so, das sieht für mich hier aus wie ein Umhang. Aber hier mit Umgang und so, da habe ich auch gedacht, nee, komm mal, die Runde ist verloren. Sam und ich hätte nicht anders, also wirklich, selbst wenn ich den Begriff gehabt hätte.
Sam und ich kriegen jeweils 3 Punkte, weil wir den richtigen Riecher hatten und ihr kriegt leider gar keinen Punkt. Aber meine Bebilderung war tipptopp für Umhang. Die war Hammer. Ja, ja. Aber auch mit dem Hang fand ich auch stark. Sam ist dran. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab noch gar nicht Scheiße. Du brauchst deine Blöcke noch. Oh ja. Ah ja, Entschuldigung. Boah. Es ist aber auch einfach undankbarer Job, Verschwörer zu sein und dass ich noch nicht einmal in dieser Rolle war, ist natürlich auch, es ist sehr entspannt. Was war deine reale Motivation dafür, diese Tetris-Steinkarte dann zu spielen? Was hast du gedacht in dem Moment, was geht? Ich habe gedacht, das ist eine Burg, ne? Die du da auf deinem hast, und dann nehme ich doch auch eine Burg. Hm. Was schade ist, weil ich glaube, mit der Tetris-Karte hätte man noch viel machen können. Das stimmt. Umbauen. Denken. Denken. Umdrehen. Viel mit außer Umhang eigentlich wäre möglich gewesen. Okay. Let's go. Hershey McMishson. Geil, ich habe den Begriff noch nicht reingeguckt. Okay. Und ich spiele jetzt aber mit dem Verschwörer zusammen, ne? Ja. Gut. Also nicht so gut, weiß ich nicht. Soll ich schon legen? Ja. Gerne. Das ist mir auch erst in der Mitte der Runde aufgegangen, dass ich ja mit dir zusammenspielen muss. Ich dachte so, geil, ich wusste sofort, dass du das bist. Mir einfach gar nicht. Ja, deswegen, ich musste mich gerade auch noch mal kurz ins Gedächtnis rufen. Okay. Let's go. Tut mir leid. Seid ihr ready? Wir sind. Oder ich bin auf jeden Fall. Achso, ich kann noch einen Tag. Scheiße, das darf man nicht mehr machen. Okay. Mhm. Okay. Wenn du meinst. Mhm. Dann will ich mal die zweite Karte legen, ja? Mhm. Mhm. Okay. Und jetzt kommt ihr. Mhm. Okay. Habt ihr alle schon? Ja. Ich bin bereit. Ich auch. Gut. Okay. Hm. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Dann würde ich sagen, erzählt doch. Ach nee, ich muss sagen, ne? Was der Begriff ist. Oder? Der Begriff war, wie man sieht, spielen. Ja, also ich kann gerne anfangen. Das ist mir sehr leicht gefallen mit den Karten, die ich hatte, weil wir haben ja einmal diesen Oktopus, der hat sogar so ein Spielzeug in der Hand. Und dann habe ich gedacht, bei der zweiten Karte, ich interpretiere das Spiel, denn jemand sitzt an diesem Instrument und spielt ein Lied. Ehrlicherweise fast sagen, ich habe es besser gemacht als du, obwohl du den Begriff ausgedacht hast, aber das ist klar, dass ich es nicht bin. Ist klar, dass ich das besser kann, ja, ja. Ja, ja. Ja. Bei euch beiden, die sind beide ähnlich schwer lesbar für mich inhaltlich, was ihr euch da gedacht habt. Ja, also, möchtest du anfangen? Ja, also ich habe mich, ich fange mal mit der 2 an. Und beginnt wieder mit einem recht abstrakten Gedankengang. Aber diese Erinnerung ist für mich hier mit drin. Dieses, kennt ihr das? Dieses, du packst Erinnerungsfotos an so Wäscheklammern und Spielen, Erinnerungen ans Spielen, Spielen in der Kindheit, das war so mein Aufhänger. Das andere. Come on, dein Begriff ist Erinnerung. Erinnerung kannst du ja zu jedem Wort dann in Beziehung setzen. Ja, aber Spielen ist was, aus der Kindheit stammt. Okay, jetzt sitzen wir hier, weil du bist. Das ist nochmal eine andere Situation. Erinnerung an Fußball oder Erinnerung an Hamburger oder Erinnerung an die Autobahn, das kannst du für jeden Begriff benutzen. Okay, lass ihn mal noch kurz erzählen. Ich habe aus meiner Kindheit wenig Erinnerungen an die Autobahn, die ich an Wäscheklammern gepackt habe, aber gut, ich möchte mich da nicht urteilend aufstellen. Und das andere ist. Spielen auch mit Patronen, ne? Ist auch. Ja.
Achso, ich dachte, ja, das wären so Wachsmalstifte. Das da ist dramatisch auf eine gewisse Art und Weise. Du darfst nicht mit dem Feuer agieren als Kind oder spielen. Da kannst du auch ein Case naja, machen. Oder in der halt, Tiefsee. Hier könnte man, achso, nee, warte. Also wenn du es platt machst, wenn du die Motive dir rausgreifst ohne die Interpretation, hast du immer was Gefährliches. Was ist das für ein Spiel? Könntest das ist du auch, Elektronik, hallo, da musst du aufpassen. Hier könntest, muss auch sagen, hier könntest du auch sagen, ja, der dachte halt, also der dachte, das wäre ein Tier. Das war ja die erste Karte. Wollte also ich nur das, kurz als Gedanke da lassen und jetzt das passen. Ist super obvious, wie du jetzt versuchst, den, du weißt genau, dass ich es nicht bin, dass ich nicht der Verschwörer bin. Nein, woher denn? Naja, aber das ist doch perfekt passt, sorry. Okay, soll ich auch kurz mal anmerken? Meinem sagen, also ja, meine Gedanken dazu waren, also wir haben einmal hier diese Thematik Spiel, also ich hatte natürlich auch nicht so geile Karten, aber ich hier dieser kleine Roboter ist das so, wenn man als Kind sich halt was baut. So typisches, ey, ich baue mir was, Kinderspielzeug. Klar, hier ist ein bisschen Strom, aber es ist so ein bisschen, ey, man erfindet was wie ein Baumhaus bauen. Und die zweite Karte war einfach, ich war einfach auf der Suche nach was Rundem, so Murmeln, ja, mit Murmeln spielen. Hm. Deswegen habe ich die Karte hier gewählt. Kannst du noch mal die Begründung hier wiederholen? Ja, das verstehe ich auch nicht. Lesen. Auch so als Spiel. Lesen als Spiel, da musst du gar Sam lachen. Es ist halt alles dieses Kindheitsding, worauf ich vorgegangen bin mit Spielen. Nee, ich fand Fabian, das war eigentlich recht überzeugend, so wie du es erklärt Himmel, hast. Himmel. Es ist Anton, Himmel? Ne? Ja, ich glaube schon, ja. Aber, also das ist natürlich halt, das ist Powerplay, obwohl es natürlich auch als Zweiter ist. Eben. Naja, aber wenn ich das zuerst gelegt hätte, dann hättet ihr gesagt, ah, es war offensichtlich, dass du noch nicht genau den Begriff wusstest. Und dann habe ich später erst das gelegt. Deswegen habe ich sofort hier klar gemacht, spielen 100%. Aber hier ist halt, wie gesagt, ja, weil dann wärst du schlau mit Wasser gehen. Dass du erst den, wo einfach spielen, klar bist, du bist es nicht, als erstes. Naja, aber das ist ja für mich stärker spielen als das hier. Das, nee, das ist ja die stärkere Karte. Nein. Der hat ein Spielzeug in der Hand, Leute. Der spielt Orgel. Wirklich? Ja, gut, also das spielen, war, es war mir schon klar, dass Sam spielen im Sinne von mit Spielzeug spielen meint. Naja, dass es nach dem zweiten klar war, sehe ich auch. Aber das ist beim ersten. Ja, aber. Okay, dann müssen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ja, das ist Anton und fertig. Ja. Okay. Ja, der mit euch. 3, 2, 1. Ich darf nicht, ne? Ja, Sam, auch wieder keine Punkte für dich. Ich bin mies als Verschwörer. Oh. Schön. Das finde ich gut. Dann kriege ich jetzt 3, ja, ne? Oder wie, ja, war das? Ja, es war sofort klar, dass du das nicht bist. Ja, deswegen wollte ich super auf dich nochmal draufhacken, klar. Lol. Ich habe halt leider keinen Weg gefunden. Ich dachte die ganze Zeit, ich bin's. Wie, du hast, ich sehe gerade erst jetzt hier einen Begriff, aber der ist nicht durchgestrichen. Ja. Ich habe blind mitgeraten. Ich habe den Begriff nicht gesehen. Du hast nicht spielen gesehen? Ich habe nicht spielen gesehen. Okay, dann. Stark gemacht, Hammer. Also, das macht mich noch schlechter. Unglaublich, wie mies ich bin. Ich dachte wirklich die ganze Zeit, ich war's. Deine Argumentation war richtig gut für die Karten. Danke. Ja. Okay. Ja, ich dachte schon, das kann noch nicht wahr sein. Aber warum hast du diese denn wirklich alle so gelegt? Viel schlechte Karten haben? Wir beide kriegen. Also, warum hast du die als Abstraktion daraus genommen? Das war ihre erste Karte, da bin ich so nach Form gegangen. Ich sag, okay, so Kästen, irgendwie so. Und dann habe ich halt gesagt, hier habe ich auch so einen Kasten. Und da bin ich dann auf ihre hier diese Murmeln und dachte, okay, was Rundes, okay, habe ich auch. Und lustigerweise, ne, kann ich jetzt nicht zeigen, aber ich hätte die perfekten 2 Spiele, also Karten auf der Hand gehabt. Ich hätte auch noch mehr gehabt, tatsächlich, die zu spielen gepasst hätten. Naja, egal. Doch, zu spielen hätte ich doch, da hätte ich was gehabt. Ja. Okay. Aber ich wusste es nicht. Hey, I'm sorry, dass ich, okay, immer die Begriffe durchstreichen. Ja, das genau, vielleicht reißen wir jetzt einmal den Zettel raus, wo wir die zweite Runde anfangen. Jeder von uns kommt noch einmal dran, ne? Ja, genau. Schön. Fabian und ich haben gerade 3 Punkte bekommen. Ich habe 8. Ich habe auch 8. Ich habe 4. Ich habe nur. Ich hab, was? Ich habe 10. Betrug, sag ich. Ich glaube einfach. Gott, dass du das nicht mehr gewusst hast. Gutes Spiel. Spiel ich scheiße. Hä, dass du was? Dass er das nicht mehr gewusst hat. Ich bin so schlecht. Ach. Ach. Okay. Es ist ja auch ein bisschen Kartenglück. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. Kennt ihr das, wenn man sowas. Also. Wenn man sowas im Kopf hat und dann kommt man nicht mehr davon los. Aber ich will da eigentlich gerade von loskommen. Sprich's aus, vielleicht fliegt es dann weg. Okay. Meine Karten lachen über mich. Jeder einzelne passt aufs Spiel. Ich will demnächst jetzt ein Foto machen und es nachher mal zeigen. Scheuer. Oh, stimmt, das ist eine gute Idee. Ich wollte euch ja vorhin auch unbedingt meine schlechten Karten noch zeigen. Ist ja jetzt auch egal.
Naja. Naja, wir schauen mal, was die neue Runde bringt. Eine Proberunde. Eine Proberunde. Das war die Proberunde, genau. Okay, let's go. Und das ist meine erste Karte. Ich muss wieder kurz, ich bin halt immer blind. Gucken. Ja, es liegt ein bisschen an der Reflexion auch. Mhm. Macht Sinn, nicht wahr? Okay. Ja. Ja, ich bin ready. Seid ihr auch? Mhm. Dann Anton, leg mal los. Okay. Mhm. Eine ziehen. Ach ja. Das ist meine zweite Karte. Darf ich die einmal haben gleich, wenn ihr durch seid? Ja. Ja. Okay. Ja. Ich mach. Für alle, würde ich sagen. Ja, machen wir, ne? Ja. Oh Mann. Ist das gar nicht so einfach? Nee, das ist wirklich schwierig mit den. Ja. Puh. Okay, ich sag mal meinen Begriff: Gewinn. Weil ich habe mir dabei gedacht, das ist hier der Frosch und der heimst hier gerade den großen Gewinn ein. Und hier habe ich den Zeitgewinn. Ja, und der macht noch Erster. Und der macht so Erster. Mhm. Ich habe deine zweite Karte nicht ganz verstanden, wie die mit dem Begriff korreliert. Mhm. Und das. Und ich habe bei der ersten Karte halt auch, hatte ich auch gut was auf den Gewinn gepasst hat. Und hier bei der zweiten hatte ich dann nur die Möglichkeit, jetzt so zu argumentieren, dass er quasi hier in der Nacht unterwegs ist, aber dass quasi, dass er so eine Lampe hat für ihn, einen Gewinn oder irgendwie einen Mehrwert darstellt. Das war das Einzige, was ich noch Passendes dazu hatte. Ein abstrakter Gedanke, das finde ich gut. Genauso würde ich auch argumentieren. Soll ich als Nächster? Gerne. Den Krieg kann man gewinnen. Und wenn man gewinnt, kriegt man eine Krone, ein Lorbeerblatt, was auch immer aufgesetzt. Das sind meine beiden Begriffe hier. Ja. Naja, die Elster, der Rabe hat natürlich das Amulett gewonnen und der hier hat auch gewonnen und dem quasi auf dem Kopf sein Nest gebaut. Aber ich find's schwierig. Also, es tut mir fast ein bisschen leid, Anton. Weil die Wahrscheinlichkeit auch nicht super hoch ist dafür, aber ganz ehrlich, das mit dem Krieg gewinnen, das ist schon ganz schön an den Haaren herbeigezogen. Und das hier, weiß nicht mal, ob ich das als Krone durchgehen lassen würde, aber I don't know. Ich glaube, und hier finde ich, also das, okay, das finde ich nicht so stark, aber ich finde deine Karten noch besser als die von Anton, offen gesagt. Ich glaube dir. Du machst es anders als sonst. Deswegen habe ich das Gefühl, dass du diesmal mit diesen kurzen, knackigen Aussagen das schon gut erklären kannst. Naja, das ist, glaube ich, Quatsch. Ist nicht die stärkste Karte, das gebe ich zu. Aber Anton variiert natürlich jetzt auch ein bisschen seine Taktik, weil er gemerkt hat, dass er sich eben bei Tetris und anderem mit diesen langen Argumentationen komplett verrannt hat. Mhm. Also ich bleibe tatsächlich dabei, dass es Anton, vielleicht willst du aber auch noch von dir ablenken. Das ist schon auch erstaunlich weit weg. Also da finde ich das noch. What? Der hat komplett gewonnen. Weil er auf einem Kürbis wohnt. Ja. Okay, ja. War das ein Nest? Guck mal, wie. Ja, was hat er denn gewonnen? Was hat er denn gewonnen? Guck mal, wie blöd der da hochguckt und sagt so. Und guck mal, schau dir an, wie dieser. Ja, jetzt wirst du schon wieder zu verzweifelt in deinem Versuch. Aber das war ich gerade auch, als ich die Wahrheit gesagt habe. Wie der guckt, der sieht doch aus, als hätte er was gewonnen. Wir machen es mal, jetzt spiegelt es wieder der Kleine. Je länger du redest, desto mehr komme ich von Anton gerade weg und switche zu dir. Das ist interessanterweise für mich bei dir ganz genauso. Nee, ich tendiere auch gerade in deine Richtung. Ihr habt es doch gerade gesehen, wie ich reagiere, wenn ich die Wahrheit sage, Leute. Das
wäre eine lustige Wiederholung von Runde 1 einfach. Wenn du wieder auf mich votest und ich auf Sam. Leute, bitte macht keinen dummen Scheiß. Was glaubst du denn? Ist Fabian? Ich bin, glaube ich, bei dir. Ich glaube, ich muss dazu nichts mehr sagen. Ich kann gerne noch weiter über diese Karten sprechen. Was ich kann auch gerne noch. Ich darf ja nicht so viel sagen. Meinst du, es ja, ist vielleicht, klar, dass er sich sagen. Von diesem Eingang in die in den Schlund und da dem der Vertrauen. Now we're talking. Anton, now we're talking. Ganz im Ernst, da sind lauter Münzen drauf. Ich habe diese Münzen einfach eins zu eins übernehmen können. Ja, ja. Ich hätte sogar das noch, ist eine Möglichkeit. Selbst wenn ich noch anders hätte verargumentieren wollen, sind hier noch andere Parallelen zwischen diesen Bildern, die da auftauchen. Aber der Begriff war nun mal Gewinn. Und ich habe diese Münzen und ich wusste, dass Fabian darauf geht. Oder du hast die Münzen gesehen, du hast auch Münzen und deswegen dich dafür entschieden. Das wäre jetzt auch noch möglich. Okay, und dann, was war dann die Argumentation für den Kürbis und halt den Strom oder für den Zinnsoldaten auf dem Baum? Ja, der kann den Krieg gewinnen. Okay, dann lass uns mal abstimmen. Das ist auch wieder ungefähr alles, was auf diesen Karten ist. Kann einen Krieg gewinnen, der Typ in dem Boot auch. Und wahrscheinlich sogar der kleine Vogel. Der hat den Krieg schon gewonnen. Aber der ist ein Soldat, also diese Assoziationen sind nicht so weit weg. Also, der müsste noch die militärische Laufbahn erst einschlagen. Ich möchte noch mal die Person unter euch, die auch den Begriff hat, noch mal dazu animieren, sich jetzt nicht irgendwie... Ich würde sonst noch weiter verargumentieren für meine Karten. Aber möchte euch nur davon abhalten, Fehler zu begehen. Ja. Also wir können gerne auflösen und das Spiel nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja, okay. Okay. Anton, mach das Richtige. Das ist... Ich bin gespannt. Oh, er guckt Anton, schon auf meine Karten. Gerade nach dem, was sie jetzt gesagt hat. Sorry, du entscheidest einfach du selber. Du hast doch gerade genauso gepowerplayt. Ich will... Ja. 3, 2, 1. Anton. Anton. Hat er mich gekriegt? Hast du nichts klar, Mann. Mann. Anton. Das war doch sowas von auf. Ich werde nie wieder eingeladen, wo du bist. Denn ich bin furchtbar scheiße. Oh, das war ja, aber gib mir doch irgendwas für das da. Hä? Ich das ist halt doch literally der Typ, guck mal, wie der schaut. Nee, das war auch wirklich nicht. Das habe ich wirklich nicht verstanden. Der hat da ein Nest und der ist böse und der hat gewonnen. Jetzt, weißt du, was mir jetzt ganz ehrlich geholfen hat? Das ist eine fucking Vogelscheuche und der sitzt da drauf. Ja, nee, ich hab's also nicht. Also der überraschende Ausgang für mich an der Runde war eher noch, dass du nicht die zwei Dinger bekommen hast. Aber schön, freut mich, wie es gelaufen ist. Nee, zwei Dinger. Ich wusste sofort, dass du das bist. Okay, nächste Runde. Anton. Ja, ich will nicht mehr. Oh nein. Ist nicht mehr lang. Vertrau mir einfach, wenn ich irgendwie komisch wirke, sage ich meistens die Wahrheit. Ich streiche erstmal die Begriffe durch. Gewinn, genau, davon verabschiede ich mich. Du kannst noch gewinnen, ist noch alles drin in den drei Runden. Wenn du noch dreimal fünf Punkte holst jetzt, ja, glaube ich, unmöglich kann ist. Kann ich nicht, weil ich bin ja, muss ja einmal selber den aktiven Spieler machen. Du brauchst ja nicht dreimal fünf Punkte. Fabian hat schon ziemlich viel jetzt, ne? Ich habe schon. Du hältst dich immer schön zurück. 14 Punkte. Du heimst einfach ein. Ich habe 13. Ich bin die Einzige, die sich hier Mühe gibt, den zu entlarven. Die sich hier Mühe gibt. Ja. Ich habe das nur durch Glück bis zu diesem Punkt geschafft. Nee, weil Anton gutgläubig ist. Ja, nee. Anton ist so gutgläubig. Ja. Es braucht immer einen gutgläubig noch in diesen Formaten. Ja. Ich habe zum Beispiel viel Wasser, Anton. Hey. Jetzt sind wir auf dem Level angekommen, ja. Ich werde schon quasi wirklich nur noch als Punkte liefern. Als, ja, als Palisade, okay, als Bande gesagt, benutzt. Ja. Ach Gott. Was machen wir denn da raus? Nee, geht nicht. Doch. Nicht hingucken. Nur zweimal aufschreiben, ne? Warum, Fabian? So. Das ist jetzt sein Cheating-Comeback. Er hat es einfach überall drauf geschrieben. Ja. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ja, das könnte mir auch durchaus passieren. Wenn du weißt noch gar nicht, was der Begriff ist. Das mag ja, der ist nur am Steam. Alle Arten von Übereinstimmung zwischen diesen Karten zu merken, ja, die dann als Pärchen funktionieren können. Oh Mann, das ist schwierig. Ja? Ja. Ja, es ist halt schwierig, wenn man nicht weiß, was der Begriff ist. Ja, ja. Dann leg mal deine erste Karte. Mhm. Fabian? Mhm. Müssen wir mal Antons angucken. Mhm.
mal lieber noch mal genau hin, wenn du nicht weißt, was es ist. Mhm. Wieder für alle nachziehen? Mhm. Geil, wenn nachziehen so was Geiles kommt. Hat mir gar nichts gebracht. Die zweite Karte. Hm. Mhm. Achso, ich mach schon, ne? Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ich nenne meinen Begriff. Er lautet Aufführung. Mhm. Was hast du dir dabei gedacht? Naja gut, die macht halt eine Aufführung mit so einem Gegenstand. Und das ist irgendeine Art von, jemand macht was. Du weißt genau, das ist nicht so einfach. Was ist denn deine Aufführung? Es geht hier rein zur Aufführung. Welcome. Ach so, ich habe nur auf das Auto geschaut. Bei dir ist tatsächlich gar nicht mal so doof dann. Aber ich hatte halt nur Sachen, wo Personen irgendwas machen und es ist eine Aufführung. Also Fabian ist Karte. Gute Karte, Zirkuszelt und der Zylinder, der Typ mit dem Zylinder im Fernseher ist ja wohl auch eine Bombenkarte. Stärker als die Treppe tatsächlich sogar, würde ich sagen. Das ist ein bisschen Klavier. Aber ich habe gedacht, guck mal, das ist fangt schon meine eigene Karte an. Ich habe halt hier gar nicht verstanden, wie du hier die Aufführung interpretiert hast. Aber ich habe dich unterbrochen, Sam. Ich fand es lustig, dass das ja deine erste Karte war. Dann habe ich das für Eingang und dann, guck mal, das ist Welcome und das geht sogar so nach oben und da läuft sie dann hoch. Wie geil ist es? Passt perfekt zusammen. Also bei Fabian, ehrlich gesagt, ich habe sogar ehrlich gesagt gedacht, was anderes. Meine Assoziation war sogar mit dieser Sonnenblume hier. Okay, da ist jemand, die schminkt sich für eine Aufführung. Weißt du, weil es ja so ein Spiegel ist. Mhm. Irgendwie okay. Und könnte man auch so fragen. Den habe ich tatsächlich jetzt aber nicht gedacht im Moment. Aber ehrlich gesagt, verstehe ich die nicht. Ja, der hat gedacht, Maske. Falsches Wort. Das ist keine Maske. Das ist jemand, der, also eine Aufführung ist ja zum Beispiel auch, wenn jemand irgendwo was vorliest oder vorträgt. Oder aber so. Spielen so ist es nicht. Spielen ist es nicht. Und das, Sam? Naja, da machen gerade die Planeten auf jeden Fall eine Aufführung, ist ja wohl klar. Und außerdem bei... Planeten, man darf immer, wer kennt's nicht, ne? Sie macht eine Aufführung, die Mondfinsternis. Das ist argumentiert. Also habe ich zumindest deine Karte dann verstanden. Naja, sie guckt ja erstaunt nach oben zu denen. Mhm. Und außerdem, zweites Argument, das ich auch noch gedacht habe, man kann beides machen. Bei einem Zirkus und so, es gibt immer überall bei Aufführungen Luftballons. Und das heißt, die hat sich wahrscheinlich, als sie da hochgegangen ist, hat sie sich noch einen kleinen Ballon geholt. Das stimmt, ja. Das verstehe ich immer noch nicht, Fabian. Naja, sorry, da liest halt jemand was vor. Das ist eine Aufführung. Aber du bist hier derjenige, du hast einen Fernseher mit einem Hut drauf. Ja, aber das schreit doch alles nach, es wird etwas aufgeführt im Fernsehen. Wir führen hier auch ein riesengroßes Kasperletheater auf. Und wo ist deine Melone? Ja, und jemand wird verkleidet als Melone und so weiter und so fort. Das ist ja wohl alles in Ordnung. Das ist legit. Also ich denke auch, wenn als nur das da lag, hast du hier schon mit aufhören. Also du musst es eigentlich wissen, weil. Ja. Wobei. Also anhand der Bilder würde ich sagen, ist fast das Anton der Verschwörer ist, weil die echt am schlechtesten sind. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, es tut mir leid, dann bist du für mich. Sams finde ich jetzt ziemlich gut in der Runde, aber bei dir den. Fabian, ey, sorry, das ist so Bullshit. Weil du gerade. Du würdest mich nicht verdächtigen, wenn du nicht der Verschwörer wärst. Weil dann wüsstest du, dass diese Karte kann man nur legen, wenn man den Begriff weiß. In der ersten Runde kann man den nur legen. Nach dem, was du da gelegt hast. Kompletter Quatsch, du bist der Letzte, der dran genau. ist. Genau, aber anhand lauter des hier habe ich doch null Ahnung, dass es um irgendeine Aufführung geht. Nee, wieso? Du hast das hier gesehen, hast sofort sowas gedacht wie Zirkus, Clowns, irgendwas Komisches mit irgendwelchen komischen Kreaturen. Und dann habe ich das gelegt und sie hat das gelegt. Du hast dann gedacht, okay, das geht weiter in so eine Richtung, die in sowas wie Zirkus oder sowas. Weil es ist extrem dumm, dass du den, der am offensichtlichsten richtig liegt, gerade verdächtigst. Das ist Sam in dem Fall. Tut mir leid, das muss ich jetzt so sagen. Danke. Das ist das für eine weirde Strategie, Fabian. Die macht überhaupt keinen Sinn. Die macht überhaupt keinen Sinn. Du hast nur gesehen, Maske, oh, irgendwas mit Maske. Dass du jetzt irgendwie sagst, ja, der liest was vor, das ist eine Aufführung, das ist doch... Ja, Moment, aber es ist doch die einzige valide Strategie, die ich jetzt gerade fahren kann. Anton ist es offensichtlich nicht, weil er ist der aktive Spieler. Ja. Und wenn ich von Sams Bildern überzeugt bin und sage, hier, okay, das passt für mich dazu, natürlich bist du dann die Person, auf die ich gehen muss. Es bleibt gar niemand anderes und ich weiß nicht, wo meine Argumentation... Okay, Sam, was willst du denn sagen?
Naja, ich glaube, er ist es, weil ich denke auch, das ist ein Argument, er hat diese Maske gesehen, genau. Ich habe das erstmal überhaupt so eine Maske. Nicht als Maske interpretiert, aber als menschlichen Kopf oder was? Nein, als jemand, der was aufführt. Komm, wir machen jetzt mal Abstimmung. Naja, und gerade hast du noch über Anton gelacht, wo er gesagt hat, dass... eine Frage habe ich aber dann. Ja. Also wie ist der zweite Begriff dann zustande gekommen, wenn du den nicht, wenn er nicht wusste, dass es sich hierbei um eine Aufführung handelt? Also weißt du, weil das da und das da als Attraktionsebene. Du kennst das ja als Verschwörer. Man ist dann manchmal auch einfach gezwungen, irgendwas zu legen. Man ist ein bisschen aufgeregt in der Situation. Du willst also sagen, das passt für dich nicht zur Aufführung. Das passt schlechter zur Aufführung als dein Fernseher mit der Melone drauf. Das ist Bullshit. Das ist... Nach seiner Argumentation, die du aber gar nicht gebracht hattest, sehe ich das schon, sehe ich das auch unter Aufführung. Aber davor, als ich dir, deswegen habe ich direkt gefragt. Da hat er noch mal was ganz anderes gesagt. Deswegen habe ich auch direkt das gefragt. Ja, ich hoffentlich, du hast mich verarscht. Wen du mich eingeprankt hast. Wie gut kennst du Fabian? Das sehen wir in 2 Sekunden. Okay, 3. Mach du, Sam, ganz ehrlich. Oh Gott, Fabian. Die wird sich gefallen. Okay. Scheiße, 3. Du hast mich verarscht. Du ärgerst dich gleich wieder. Sorry, es tut mir leid, wenn ich das sage. Ich habe mich ja nur gar nicht geärgert. Ihr ärgert mich. Und los. Ja. Yes! Nice! Wir kriegen beide 3 Punkte raus. Und dass du noch versucht hast, mir beizuspringen. Achso, die Karten brauche ich ja noch. Bin ich dran? Ja. Nee, ja, es war nicht so einfach. Ja. Ja, ja. Ach so, drunter. Ne? Aber nachdem du mich gerade so geärgert hast, wollte ich da direkt rein und hatte sogar recht. Hätte ja auch sein können, dass du es nicht bist. Ich fand meine Karten nicht viel schlechter als die von Fabian. Die waren nicht gut. Ach, halt's Maul. Ach so, ich bin dran, Prügel. Du bist dran. Ah, ich kann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einen darf ich noch. Okay. Ich hole jetzt nämlich noch auf. Fabian, du musst dich ganz schön anstrengen, wenn du noch gewinnen willst, ne? Ich wollte es eben noch Sam sagen, dass wenn Fabian jetzt wieder Punkte macht, ist das eigentlich entschieden. Du hättest mir in die Hände spielen müssen, weil du hast eh verloren. Ich hätte aber noch gewinnen können. Wir sind jetzt Gleichstand, jetzt halt mal den Schnabel. Ja, aber du kannst, außerdem stimmt, du hast 3, 3, 5, ich habe 5, 5, 3. Ach so, ich kann kein Mathe. Ich habe 17. Jetzt hast du Fabian einfach den Sieg beschert. Wenn man schlecht genug in Mathe ist, hat man auch mit der Summe. So, ich muss mich jetzt mal hier kurz auf das Spiel konzentrieren. Ja, mach doch. Auf zu powerplayen, während du noch nicht mehr spielst. Der ist wirklich, das ist wirklich der Typ für diese Spiele. Du musst übrigens die falschen Begriffe durchstreichen. Du musst die richtigen lesen. Ja. überhaupt lesen. Okay. Ist auch so gemein, dass die Punkte so direkt neben mir liegen. Ja, aber weit weg von dir. Weit weg. Sneak dir schön einen rein. Okay. Ach je. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich auch. Jetzt schlägt meine Stunde. Nett. Okay. Dann lege ich mal meine erste Karte, was? Ja. Darf ich einmal? Ja. Mhm. Danke. Mhm. Oh nein! Schmied weg. Sorry. Habt ihr alle? Ich hab was, ja. Yes. 3 und dann Sam, fang einfach mal an. Mhm. Sagt Bescheid, wenn ihr ready für die nächste Karte seid. Oh Mann, nee, ich nicht. Nur Trash. Ich lege sie jetzt. Ja. Ja, okay. Okay, Fabian. Was ist das? Naja. Oh Mann, ja. Das ist ein Drache, ne? Das obliegt deiner Interpretation des Motivs. Oh Mann, ja, ich mach jetzt. Ist das ein Zahn mit einem Hut? Ja, und eine Schleife. Okay. Aber es geht ums große Ganze. Okay, ich fange einfach mal an, ja? Mhm. Weil ich weiß ja, was... Ah, nee, du musst ja den Begriff... Ja, Der Begriff ist Schuppen. Ja. Mhm.
Und ich bin halt auf eine ganz andere Interpretation. Deine Interpretation ist ja offensichtlich die Schuppe des Tieres. Mhm. Aber meine Interpretation ist natürlich der Raum. Schuppen. Und deswegen. Das ist bei mir auch so. Okay. Hä? Wow. Ich muss mich jetzt raushalten hier als aktiver Spieler in der Runde, aber. Ja. Und deswegen habe ich nämlich, bin ich hier einmal auf den Schuppen. Das ist natürlich ein kleines Haus, aber es ist auch eine Art Schuppen. Und ich bin hier einmal auf den Schuppen, in den man reingehen kann. Ja. Hm. Ich habe einmal die Fischschuppen und ich hatte halt wirklich nichts Besseres. Deswegen, der sitzt für mich in. Es ist vielleicht auch eine Bücherei, aber es sieht schon sehr klein aus. Es könnte auch ein Schuppen sein. Ja. Ich habe. Geht in diese Richtung, Licht im Schuppen und Auto im Schuppen. Mann, Anton. Mann. Hat die denn so... Oh, okay. Die hatten immer diese Glühbirnen im Schuppen. Und das Auto. Ja, okay. Ja, komm, dann gib sie mir doch. Wenn ihr mir gar nicht mehr glauben wollt. Ich habe, als ich die Karte gesehen habe. Wir wollen dir gerne glauben. Ja, aber das ist es halt. Als ich die Karten gesehen habe, habe ich schon gedacht, ja, oh nein, der Arme. Der Arme. Ja, dann da ist es wieder. Oh Mann. Shit. Ich hab nichts anderes. Oh. Oh Gott. Aber warum ist es denn bei ihm nicht unglaubwürdig, wenn er den Weg in den Schuppen und das kleine Weil Haus... Weil das zwei Schuppen sind. Ich habe hier auch Schuppen gedacht. Ja, und ich hab's im Schuppen. Hast du ja gesagt, oh, Auto im Schuppen. Ja, hattet ihr das nicht? Oh Mann. Wir haben diese. Du kommst vor uns auf den Hof, machst du die Tür auf, da hängen diese alten Glühbirnen und da war das Schuppen hier, da war das Auto drin. Hattet ihr das alles nicht? Oh nö, okay. Ja, dann muss das weggeben. Ja, okay, ja, es ist relativ klar. Das tut mir so leid. Ja, ist richtig auch. Das Lustige ist, das stimmt wirklich. Wir hatten das Auto im Schuppen. Ja, und natürlich. Diese Glühbirnen da drin. Aber. Oh, du tust mir wirklich leid, Anton. Ich bin halt, also für Schlechtigkeit brauchst du mich nicht bemitteln. Nein, das ist ja aber auch Losunglück, dass du halt immer der Verschwörer bist. Oh Mann. Ja, aber es ist eher Unglück, wenn man so dumm ist wie ich. Nee, du hast wirklich da gerade alles rausgeholt noch. Okay, letzte Runde. Sam muss einen Begriff aufschreiben. Ja. Entschuldigung, ich muss mich kurz sammeln. Ja, Fabian, gar kein Problem. Aber dann hatten wir das letzte Mal so viel Emotion auf diesem Sender hier. Eine Runde geht noch. Vor allem bei Fabian. Du Tränen bist gelacht. Sehr collected und reserviert. Dass dir mal wirklich hier eine Träne live runterrollt, das finde ich Hammer. Wie ist denn jetzt der Stand da bei euch? Also da haben wir jetzt 11. Ja, noch eine Karte. Ich habe auch. Ich habe 13. 13, das okay. sind 14. Und ich habe 20. Was hast du, Anton? Ich habe 4. Das ist das ein Fünftel von 20 zum Beispiel. Mhm. Stark. Du kannst wenigstens durch Mathe. Ja, ja. Hat man ja gesehen beim Quiz Adventure. Hey. Oh. Ein Applaus für Anton. Oh. Er gibt alles. Ich muss mich hier. Also, es ist schon noch mal spannend, weil jetzt der zweite Platz ausgefochten werden kann. Hä, kann ich noch gewinnen? Nein, ich glaube nicht. Also oh, gewinnen nicht, aber da ist noch ne. Kann ich Fabian. Dafür hast du eben schon gesorgt, dass wir beide nicht mehr gewinnen können. Der Typ, ey. Warte, ich muss mich jetzt kurz konzentrieren, Leute. Wie wär's denn, wenn ihr beide eure Punkte dann addiert und Sam und ich addieren unsere? Nein, das ist Bullshit einfach. Du kannst dich mitten im Spiel die Regeln ändern. Nee, ich möchte mich in meine Halsband binden. Der mich die ganze Zeit an und jetzt will er sich schnell noch für die Punkte mit mir verbinden, also wirklich. Nee, das machen wir nicht. Außerdem machen wir so nicht. Habe ich Anton dann im Team. Eben. Oh Mann. Hast du schon Begriffe aufgeschrieben? Nee, ich kann Sam mich gerade gar nicht entscheiden. Ich war oft genug in der Situation, dass ich habe zwei jüngere Schwestern und die haben mich immer dann mit in mein Fußballteam genommen natürlich. Ja, klar. Und dann haben wir nicht das geschafft, was wir hätten schaffen können. Und ich möchte jetzt nicht diese Situation auf dich übertragen. Ja. Es ist auch ist eine Entscheidung für mich, dass wir das jetzt nicht so machen. Ja, definitiv. Liebe Grüße an meine Schwestern. Ich hab's. Die große Dubis-Fans sind natürlich. Die große Dubis-Fans sind, ja. Bis ich hier in dem Format aufgetaucht bin. Oh, ich glaube, ich hab erst einmal aufgeschrieben, ne? Mhm. Okay, ich dachte gerade, ich hätte schon einmal vergessen, das durchzustreichen wieder. Das wollte ich jetzt nehmen. Entschuldigung, redet einmal gerne einmal durchstreichen. Ja, ja. Hab mehrmals. Ich hätte zum Beispiel Feuer, kann ich an. Nee, pst. Gemüse. Schnabelzeit jetzt.
Es fühlt sich einfach gut an, wenn man weiß, dass man gewinnen wird. Man gewinnen wird, ja. Können wir ihn wirklich nicht mehr überholen? Das ist wie die letzte Etappe auf der Tour de France. 5 Punkte machen. Hm. Und er hat schon 20. Die letzte. Weil wir uns die ganze Zeit kappeln und er einfach den Schnabel hält. Wenn du in Paris einfährst. Da trinkt der Typ im gelben Trikot auch schon Sekt. Ja. Aber die Sprinter, die müssen noch. Die müssen noch. Hm. So. Gebt euer Bestes. Was habe ich nochmal? Ja, mein Gehirn hört langsam auf. Okay, seid ihr bereit für die erste Karte? Mhm. Oder wollt willst du erstmal, leg erstmal deine hin. Damit ja, genau, das meine ich ja. Soll ich meine ja, leg mal deine hin. Leg mal deine hin. Ja, 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 ja. Achso, ne. Damit der Verschwörer ist, ich natürlich nicht, auch irgendeinen Anhaltspunkt hat. Mhm. Soll er mal schauen. Ich bin auch ready. Tschu-tschu. Mhm. Das finde ich einfach so ein lustiges Bild, sorry. Hm, hm. Hm. Achso, soll ich die nächste Karte schon legen? Ich wäre bereit. Hast du schon eine nachgezogen? Nein. Aha. Ich wäre schon wieder bereit. Ich auch. Okay. Und los. Achso, erstmal muss ich doch mal. Ach ja, stimmt. Mhm. Nachziehen müssen wir jetzt nicht mehr, oder? Nee, ist jetzt rum. Aber ich guck mir gerne einfach noch eine Karte an, solange ihr rätselt. Ich fang mal einfach an. Nee, du weißt ja noch gar nicht den Begriff. Ach so. Ist richtig. Vielleicht. Weiß er ihn ja schon. Fahren. Jetzt ist der ich gehe jetzt wieder. Tschüss, ich spiele das alleine zu Ende. Okay. Nein, komm rein, komm rein. Nee, das ist mir zu peinlich. Wir machen schon zu Ende. Hä? Ja, er hat sich halt verraten, indem er gesagt hat, er fängt an. Aber er konnte ja gar nicht anfangen, wenn er nicht den Begriff gewusst hätte. Oh. Ja und, aber dann... Es ist ja klar, noch eine Runde spielen. Dass er nicht der Verschwörer ist. Wir müssen noch eine Runde spielen. Oh, aber ich hatte so halt, tolle Karten. Ich hab's für, oh Gott. Ey, na gut, wir machen noch eine. Das ist kein Problem. Das ist mir jetzt wirklich sehr unangenehm. Alles gut. Ich hatte so gute Karten. Weil ich natürlich den Begriff nicht hatte, aber ich hatte super Karten dafür hingelegt. Oh, ich hätte Fabian gegönnt noch mal ein bisschen. Ja, du ziehst jetzt gleich wieder den Verräter. Was war der Begriff? Fahren. Fahren. Guck mal, ich hatte diesen Karren, da waren auch Schienen drauf. Hm. Das andere wäre ein bisschen Stretch gewesen, der Begriff, aber es hätte ich auch noch hingebogen. Siehst du, gut, dass ich nur eine Karte gezogen habe. Hm. Das gefällt mir alles gar nicht. Sollen wir die nochmal in die Postpro geben, die Folge vielleicht? Muss sie ja eh, ja. Also wenn, kann ich auch selber schneiden, sonst das. Am Ende gewinnst du dann. Nee, also ernsthaft. Das mit so einer KI hat er dann so, ey, ich hab gewonnen. So. Also, und dann mit seiner Anton-KI. Noch so ein Stapel Chips vor sich. Ja. Nee, aber also der Aufwand, das kann ich auf jeden Fall machen. Ne? Was? Nein, das bleibt alles ganz genau so, wie es ist. Okay. Nur wenn Anton sich damit wohlfühlt. Ja. Du denn nicht, aber das ist egal. Ey, komm, ich mach hier nur Quatsch. Ich baue hier nur Scheiße. Wir machen ja alle nur Quatsch. Wir machen doch, es ist ein Spiel, Anton. Ja, aber das ist mir wirklich unangenehm. Oh, dann ganz ehrlich, Fabian hat on-screen geweint. Also, vor Freude, ja. Das kam nicht so oft vor. Das stimmt. Mein letztes Jahr, als die Switch angekündigt wurde. Da hast du vor Freude geweint. Da, da wusstest du schon, dass es war sehr verhalten, die Reaktion, glaube ich, bei allen darauf. Cool. Ja. Oh, es ist alles so ein bisschen zusammen, aber auch nicht so doll. Das wird jetzt eine schwierige Runde für den Kommentar. Was sind denn deine Karten von eben hin, Anton? Weiß ich nicht. Hat irgendwer wegsortiert, würde ich sagen. Ja, nimm mal neu. Okay, ich mach's jetzt einfach. Du hast übrigens Anmerkungen, Sam, du hast auf dem letzten Runde hast du nicht die Dinger durchgestrichen. Ja. Sagst du schon wieder nicht? Nee. Sagst du. Ich weiß auch nicht, aber ich hab's jetzt für dich durchgestrichen. Mir standen noch meine Schuppen da. Ja, ja. Ich höre, ich hab's durchgestrichen. Das kann nicht sein. Nein, es war auch Schuppen nicht durchgestrichen? Nee, ich hab gesehen, ach so, ich muss in alle Blöcke reingucken. Ja, ja, ich habe in den dritten, wo ich nichts reinschreibe, natürlich nicht reingeguckt. Ja. So ist das beim ersten Mal auch passiert. Immer gemacht. Ja. Komm, guck, Anton, du bist nicht die einzige blöde Person hier offensichtlich. Ach, Anton, ey. Alles gut. Ja, das ärgert mich jetzt wirklich sehr. Es wäre eine schöne Runde geworden. Ja.
Okay. Sagt Bescheid, wenn ihr ready seid. Es ist wirklich, das wird eine blöde Runde, sage ich schon mal. Aber ich will auch nicht spoilern, ich halte den Schnabel. Ja, du musst anfangen. Ja. Ach so, hast du schon. Mal jetzt. Ach ja. Soll ich? Okay, dann sag mal den Begriff, bevor Anton wieder anfängt. Eklig. Eklig, ne? Ja, ja. Also ich kann am Anfang, also mein Gedanke war, okay, hier steht sie ist so im Wald und alles ist so bedrohlich. Also eklig ist natürlich auch ein sehr schwerer Begriff, weil er so subjektiv ist. Ja. Ich hatte und wirklich nichts, was zusammenpasst und ja. Und es ist halt einfach eine, also ich habe zwei sehr eklige Situationen beschrieben. Da fürchtet sie sich im Wald und hier ist ein kleiner Mensch, der quasi so bedroht wird von so einer Hand, was auch so eine eklige Bedrohungssituation ist. Und hier ist auch nochmal diese Schlange, das ist ja auch so ein bisschen eklig. Genau. Das war meine. Ich habe zwei Dinge, die viele Leute eklig finden: schwarzen Tee und Rauchen. Rauchen? Ich finde beides okay, klar. Argumentation. Ich habe mich natürlich auch daran orientiert, dass du auch offensichtlich diese Insekten eklig findest. Und ich fand das besonders eklig, dass dann noch solche Streichhölzer auch mit diesem Viech in die eigene Wohnung reinfliegen. Und hier haben wir diese Dinner-Situation, wobei hier offensichtlich sich irgendeine Art von Lava oder Feuer nähert. Und wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass die Personen, die da sitzen, offensichtlich im Maul eines riesigen Monsters sitzen, wo von oben und unten Zähne kommen. Deswegen fand ich das für eklig eine sehr passende Karte an der Stelle. Wer sowas für sich selber sagt, finde ich auch schon mal verdächtig. Also mein erster Gedanke ist Fabian, weil du hast halt gesehen, okay, es geht hier irgendwie um Tiere. Sam hat irgendwas mit Tieren gelegt und hast gesagt, okay, ich leg auch ein Tier. Und dann hast du irgendwas mit Essen gesehen. Okay, ich dachte, auch geil, perfekt, ich habe irgendwie eine Essenskarte. Also, Essen? Da was mit Essen. Ach so, die Gabel. Wolken, die Gabel. Ach so, das habe ich da nicht mal. Hast du gar nicht gesehen, ne? Ich war darauf, dass sie das eklig hier gut aufgefangen hat. Und ich gedacht habe, dass ihr das dann auch so sehen werdet, wenn ich hier auch ein ekliges Viech drauf habe. Ich habe das überhaupt nicht versucht, das Thema Essen zu imitieren. Okay, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich find das sehr subjektiv mit diesem schwarzen Tee. Das mit dem Rauchen habe ich auch gedacht, ja, ich habe den Fokus für mich eher hier auf diesem Bild, wo diese Kanne umkippt und wo da noch irgendwie ein Arm oder ein Rüssel oder sowas dran ist. Finde offen gesagt am wenigsten eklig. Also ich finde es bei dir, finde ich es weit hergeholt, so da jetzt irgendwie eklige Sachen zu erkennen auf diesen Bildern. Das könnte ich mir noch irgendwie in der Argumentation, könnte ich mich davon überzeugen lassen, aber spätestens hier wäre ich irgendwie raus gewesen, gedanklich. Aber das ist doch so eine bedrohliche, eklige Situation. Ja, aber bedrohlich und eklig sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Das hier ist so ein bisschen Portal und... Nee. Ich glaube auch, du hast eher dieses... Landschaft und hier noch das mit diesem Kreis und genau das da irgendwie sowas auf die Landschaft bezogen hast du hier versucht in dieser Karte aufzugreifen und hast dann hier irgendwie nochmal versucht ein bisschen gegenzusteuern. Ich kann nur nicht genau sagen, in welche Richtung, weil bedrohlich und eklig schon zwei unterschiedliche Dinge an der Stelle sind. Genau. Und hier, wie Fabian schon gesagt hat, ob jetzt Schwarztee als eklig empfunden wird, weiß ich nicht so genau, aber ich glaube nicht, dass Anton jetzt in dieser Runde lügt an der Stelle. Naja, aber Schwarztee ist doch nichts Ekeliges. Also das ist super. Naja, ich mag den auch nicht gerne. Ja, ich auch nicht. Leute, die nicht rauchen, finden auch Rauchen. Aber das ist ja nicht so wie, keine Ahnung, Schleim, wo das Common Sense in der Gesellschaft ist, schwarzer Tee ist ekelhaft. Möchte ich jetzt nochmal kurz sagen. Gut, aber du hast halt zwei Waldsituationen, die sind ja auch nicht eklig. Du hast selbst gesagt, ich erinnere an deine Worte, eklig ist ja ein sehr subjektiver Begriff. Du findest ja, also du merkst jetzt auch gerade, okay, gegen meine Argumentation kommst du irgendwie nicht an und jetzt versuchst du noch auf Anton zu gehen, die du vorher eigentlich schon abgesegnet hattest und so. Das finde ich ein bisschen suspekt an der Stelle. Ja, ja. Aber naja. Dass du hier aber auch so laut bist,
ist und irgendwie schon gleich hier mit der Verdächtigung um die Ecke kommst. Sowas macht man nicht. Sowas macht man nicht, wenn man selbstsicher ist. Ich sag noch ganz kurz für die Leute, die das VOD schauen. Schaut noch mal den Anfang der Redezeit. Der erste, der geredet hat, was er gesagt hat, war Fabian, der gesagt hat, ey, ich bin Fabian verdächtig. Ja. Also mich an der Stelle. Du hast gleich mit den Verdächtigungen angefangen, weil du gemerkt hast, okay, die Leute haben bessere Karten gelegt als ich. Nein, ich bin im Gegenteil, ich habe erstmal für mich gesprochen. Ich habe niemand anders. Nein, du hast gegen mich gesprochen. Nein, also sorry, das ist einfach gelogen. Wie gesagt, wir können nicht als erstes geredet. Das war jetzt. Ja, ich habe als erstes geredet. Ich habe als erstes geredet, aber ich habe niemanden. Er schreit, aber ich bin laut, okay. Bro. Du redest auch einfach natürlich leise. Und ich habe halt ein gewaltigeres Stimmorgan. Ich habe es halt nicht nötig. Und die gewaltigeren Argumente. Das würde ich anzweifeln an der Stelle. Ich weiß es selber nicht. Ich glaube, er genießt einfach das. Anton, sag mal, auch mal was, Anton, an der Stelle. Ach ja. Ich bin eigentlich. Es verdaut noch. Ich glaube, absolut. Da werde ich noch lange dran zu knabbern haben. Was mich an deinen Picks irritiert, ist die Farbschematik. Also, es wirkt für mich ein bisschen, als hättest du wirklich eben davon versucht zu abstrahieren, was nehmen wir, dieses Portalige. Und dann Runde 2 gibt dir das klare Signal, okay, irgendwie, das funktioniert nicht so ganz. Dann versuche ich aber zumindest bei dem zu bleiben, was ich da schon mal aufgefahren habe, um ein Argument durchzuziehen. Ich finde, das passt nicht mal besonders zu dem ersten. Ja, bis auf das Farbschema halt. Da kann man dann vielleicht noch irgendwie was versuchen rauszuholen. Aber vielleicht fällt mir das auch als Mensch, der sehr, sehr viel mit Photoshop arbeitet, dann doch zu sehr auf. Sowas kann man nur legen, wenn man absolut überzeugt ist. Ja, oder wenn du scheiß Karten hast. Oder wenn du scheiß Karten hast. Ja. Schau dir die Karten an von Fabian und von mir, Anton, und denke einfach, wo findest du eher den Begriff Ekel akkurat wiedergespiegelt? Nee, das hilft mir nicht, muss ich leider sagen. Ja, das bei hilft mir nicht. Irgendwo ist da ja Ekel. Findest du es nicht eklig, wenn so ein Viech mit Streichholz in deine Wohnung fliegt oder wenn du in eine Maul von Ja, aber eher suspekt. Ja, ich finde das vielleicht bedrohlich, aber nicht ekelhaft. Und hör doch mal mit deinem bedrohlich dauernd auf. Weil das Nein, aber du verwechselst doch selber den Begriff eklig mit bedrohlich. Das Niemand nicht findet eklig, doch so ein fettes Viech. Ja, ganz ehrlich, sorry, aber Bienen finden die meisten Leute nicht eklig. Das ist ja keine klassische Biene im Sinne. Das ist eine super aggressive Biene mit Streichholz. Okay, ja, dann ist sie bedrohlich. Sorry. Ja, das ist die bedrohlich. Aber guck mal, Spinnen finden Leute eklig. Bienen finden Leute bedrohlich. Das ist ein Unterschied. Nein. Damit kann ich ruhig bei deinen Bildern anfangen würde. Ja, aber weil du die ganze Zeit sagst, ja, eklig ist nicht bedrohlich so. Du hast auch was Bedrohliches gelegt und ich habe auch was Bedrohliches. Wir haben es beide als ekelhaft empfunden. Nur du bist hier irgendwie so, ich bin mein Favorit. Sagen wir fairerweise, Anton hat es am besten gemacht. Ja. Deinen sehr simplen Sachen wie dem Rauchen und so, das passt dann schon. Schwarz dir subjektiv, ja. Also aber keiner von uns mag hier Schwarztee, von oder? Mir aus, nee, von mir aus können wir abstimmen. Ja, oder? Anton? Ja, an Anton wird's hängen. Denk mal dran, Anton, es kann auch nicht sein, dass du und ich in jeder Runde die Verschwörer waren. Stimmt, das ist unmöglich. Warst du kein einziges Mal sonst? Doch, einmal. Hm. Okay. Das stimmt nicht. Nicht mal das stimmt, aber okay. Let's do it. Vielleicht zerspringt gleich mein Herz, aber dann ist es so. Ja, 3, 2, 1. Ach, sehr gut. Ihr seid so dumm, ey. Ihr seid so dumm. Ah! Klar. Es ist mir auch richtig schwer gefallen, jetzt gegen dich zu argumentieren. Ich hatte immer den Impuls einfach. Aber du hast dich dann selber nochmal schuldig gemacht, leider. Ich krieg noch einen Punkt. Her damit. Ich auch. Oh Mann, jetzt, wie viel kriegst du? Wir kriegen beide 3, oder? Nee, kriegt nicht einer 5 und einer 4? Ja. Ich krieg 5. Ich krieg 5. Nein! Nee, ich krieg nein! Sorry. Du bist der Verschwörer. Oh nee, dann haben wir Gleichstand, oder? Das ist doch schön. Guck mal, das ist damit stehen die Sieger fest. 12 Punkte, 20. Also auf Platz 4. Anton 4. Das ist gut zu merken. Note 4 minus. Dann auf Platz nicht sitzen geblieben. Auf Platz 2 teilen sich Sam und Fabian mit 18. Und Platz 1. Mit 20 Weil du Punkten. Kein einziges Mal Verschwörer sein musst. Einmal war ich Verschwörer, guckt ins VOD. Warst du mal Verschwörerin? Ja. Am Anfang, oder? Die erste Runde. Ja. Aber sehr oft. Da habe ich noch gedacht, es läuft gar nicht schlecht, weil ich das enttarnt habe. Aber, aber danke, Anton, nochmal jetzt auf die letzte Runde. Ja, weißt du was? Am Ende, mein Herz zerspringt jetzt, weil du hast mir das Kompliment für meine Karten gemacht und ich dachte, ja, natürlich! Das war so billig! Ich will jetzt dran glauben, aber ich wollte ja irgendwie nach dem Mund reden einfach. Ja, und ich habe noch in dem Moment noch überlegt, das muss ich eigentlich gerade outcallen, dass du sagst, ja, wir können uns alle darauf einigen, dass Anton es nicht ist. Ja. Und dann habe ich es aber irgendwie die Worte nicht richtig gefunden. Und ich wollte es noch
ansprechen mit, ich vote jetzt für dich, Fabian, aber wenn ich das, wenn du mich belogen hast, dann zerspringt mein Herz. Ich hab's abgekürzt. Und jetzt schlimm, ich hab schon deinen Blick gesehen, dass du hierhin gehen wirst und war schon so. Dass wir jetzt so aus der Sendung rausgehen müssen, dass ich dir gerade dein Herz gebrochen habe, das ist ein bisschen traurig. Tja, das war's. Tschüss. Nee. Aber ihr küsst euch gleich nochmal und dann. Ihr würdet gut. Auch unser Herz brechen, wenn ihr nicht in den Supporters Club kommt. Deswegen kommt rein, unterstützt Formate wie du bist, dass sie auch weiter lang leben können. Und schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welche Spiele ihr sonst noch so bei Du bist sehen wollt, welche Spiele 2024 bei euch auf den Tisch kommen und vielleicht ihr auch mal auf dem Tisch sein sollten. Und gebt diesem Video natürlich auch einen Daumen nach oben. Ich danke euch, Anton. Ich hoffe, du kommst auch mal wieder. Du bist nicht zu sehr gebrochen, Fabian. Ich fand's hammer schön. Ich bin total durchgeschützt. Es war ein richtiger Adrenalinrausch für mich. Und vielen Dank, dass ich mitspielen durfte. Alle Emotionen heute wirklich dabei. Und Sam? Ja, danke für die Einladung. Das war schön wie immer. Na klar. Und dann bleibt uns gewogen und wir sehen uns bald wieder. Und denkt immer dran, Gesellschaftsspiele sind Trumpf. Mega cool. Keine Ahnung, was da gesagt wird. Was hast du gesagt?